Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe euch ja gesagt, es gibt heute ein kleines Pop-out. Ein kleines ist natürlich ein bisschen übertrieben wieder bei mir. Es ist doch ein größeres Pop-out geworden, wie ich eigentlich wollte. Ich habe gegossen mehr, wie ich wirklich wollte. Ich musste aber. Also gestern war bei mir so ein Tag. Ihr kennt das bestimmt, da läuft wirklich alles schief. Der Morgen fing schon damit an, mir fiel mein Handy aus der Hand. Und ich so gucke auf mein Display drauf, Spider-App. Ich dachte, ich spinne. Ist mir noch nie passiert, aber es ist im Prinzip nicht das Display, sondern es ist meine Panzerglasfolie. Das Display ist Gott sei Dank verschont geblieben. Es ging weiter. Es waren so viele Kleinigkeiten. Ich verbrenne mir die Hände beim Tee aufgießen und so weiter. Nachmittags will ich einen Kuchen in den Herd schieben. Wir haben uns gestern nur für so einen ganz flotten entschieden. Einen, den man schnell aufbacken kann. Wir haben den so fertig gekauft und nur zum Aufbacken. Total lecker, das Zeug. Ich will den rausholen, anstatt dass er vorne mit mir rauskommt, fällt er hinten runter und natürlich so. Ach, das ging gestern den ganzen Tag nur so. Und gestern Abend ging das beim Gießen auch weiter. Ich zeige euch mal ein kleines Beispiel, wo ihr erahnen könnt, was passiert ist. Also ich wollte gestern eigentlich, es fing an, dass ich die Zweitschicht machen wollte. Und dann ging das weiter hier. Zweitschicht hat bei den ersten Stickern wunderbar funktioniert. Dann dachte ich, okay, testest du mal das Rot vom Brettermann. Ich habe das so noch nicht getestet. Dann ich mache die Flasche auf. Ich nehme dann immer die Flasche und habe dann hier so einen ganz schmalen, so ein Holzstäbchen. Und dann mache ich mir hier vorne so ein ganz kleines bisschen drauf. Man braucht vom Brettermann Pigment ja nicht sehr viel. In dem Moment muss ich niesen. Unerwartet, ohne Kitzeln vorher in der Nase und es kam ein Wupp aus der Flasche raus. Ich muss wohl irgendwie so auf die Flasche so gedrückt haben. Ich dachte, gut, okay, du wolltest es ja sowieso testen. Da habe ich versucht, was zu retten, weil ich hatte mir gerade so ein großes Becherchen angerührt mit 150 Gramm Harz. Wollte aber eigentlich nur so ein kleines Schnapsgläschen machen. Da war so viel drin. Also ich habe dann das in das reingemacht und habe das restliche Pigment, was ich unten auf dem Boden gesammelt hatte, dann einfach weggeschmissen. Weil selbst für dieses große 100 Gramm Ding war zu viel Pigment drin. Ja, dann habe ich halt getestet und ich konnte testen, sage ich euch. Hatte ich zu testen mit dem Rot. Unglaublich. Aber das war es noch immer nicht. Dasselbe ist mir beim Schwarz passiert, also das heißt dasselbe, aber sowas ähnliches. Ich rühre mir dann Schwarz ein, weil ich noch ein paar Schwarz machen wollte mit Glitzer. Hab dann hier so ein Tütchen, ich habe mir so einen Holographic-Glitzer bestellt. Mach das Tütchen so auf, mache das auch mit diesen Holzstäbchen. Ich denke, rieselt aber irgendwie was raus. Anstatt ich in dem Moment reagiere, nö, mache ich das, was auf dem Stäbchen ist, auch ins Schwarz rein und sehe dann, dass das Tütchen so einen Riss hat und dann rieselte da, ja. Der Glitzer ohne Ende raus. Also setzt euch vorsichtshalber eine Brille auf. Ich glaube, das glitzert so stark, wir brauchen definitiv den Schutz gleich. Gut, fangen wir mal an, was dabei rausgekommen ist. Ich ahne Schlimmes mit vielen Fails. Wir machen einfach mal mit dem hier. Ja, das ist ja. Ich wollte gucken, ob wir nicht doch den Rücken hinbekommen. Aber irgendwie, naja, gut. Gucken wir mal, ob wir es schon rauskriegen hier. Das ist ja bei den Formen immer ein bisschen sehr kompliziert. Hier kriege ich es irgendwie noch nicht raus. Ich gehe mal aus der Kamera. Jetzt. Jetzt kommt es raus. Aber sehr schwer. Ich mag diese Plastikmolds gar nicht. Die sind so blöd. Was geht das so schwer raus? Und wenn das dann noch so ein bisschen. Nee, also das ein Stückchen kriege ich es raus, aber wirklich nur ein Stückchen, dann mache ich das ganze Ding kaputt jetzt hier. Nee, das ist noch zu weich. Das lassen wir mal noch drin. Gut. Machen wir mal hier so Kleinigkeiten. Die wollte ich eigentlich gar nicht gießen. Ja, hier haben wir kleine Elfchen. Kleine süße rosa Elfen. Mit, was habe ich da genommen? Ja, genau, die Perlfarbe und das neue Glitzer, dieses Rainbow Glitter. Das habe ich ja in meinem letzten Haul gezeigt. Das habe ich mal ausprobiert. Ja, gefällt mir ganz gut. War eigentlich nur für die Reste gedacht, aber das Rainbow Glitzer ist so cool. Guckt euch das mal an. Ach, das ist so niedlich. So, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr euch die Brille aufsetzen hier. Ach, du Schande. Guckt euch das mal an. Oh Mann, also wenn das nicht glitzert, weiß ich auch nicht.
Meine Güte, das funkelt ja. Also so in der Kamera geht es, aber wenn ich so vorbeigucke und das so eingeblendet wird von dem Blitzlicht, da, ich brauche eine Brille. Aber ich werde das trotzdem fertig machen. Das sieht ja, erstmal ist das definitiv eine Erinnerung an, so einen, an diesen Scheißabend gestern. Und meine, man kann es ja irgendwie immer noch verwenden. Also wegschmeißen werde ich es auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir hier noch so ein mega glitzerndes Einhorn. Gucken wir mal, wie das hier so funkelt. Ja, auch das hier. Guckt euch das an. Also wenn das nicht glitzert, dann. Und ich habe mir noch gedacht, den einen Tag, ich habe bei Instagram ein Video geguckt. Von so einem, ich glaube, aus Kanada, so ein Mädel. Und die hatte auch ihr kennt diese 100 Milliliter Becher, ne? Diese Silikonbecher. Da hat die reingegossen. Also hat die so drei Viertel voll gehabt in etwa. Da hat die zwei von diesen Glitzerteilen voll reingekippt. Und noch von diesen Löffeln. Die nehmen allerdings nicht so kleine Löffel. Die nehmen etwas größere. Davon hat sie auch noch mal drei Stück von normalem Glitzer. Richtig prall gefüllt bis oben hin. Und ich dachte mir noch, na, das ist doch ein bisschen viel Glitzer. Härtet das noch aus? Aber ich denke mir mal, ich kam gestern sehr nah ran. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen Konkurrenz gemacht. Nicht, aber so viel war es nicht. Also es rieselte halt vieles raus. Aber naja, jetzt habe ich dann ein anderes Tütchen getan. Ich habe es dann gelassen. Ich habe dann gestern nicht alle Formen, die ich mir rausgesucht habe, gegossen. Ich habe dann nur noch den Rest dann weggemacht und gut war's. Hoppala. So, die Katze glitzert natürlich auch ohne Ende. Aber ich mag die so und so sehr gerne hier, diese Katze. Auch sehr gerne glitzernd. Da werde ich ihr wohl ein schwarzes Glitzersteinchen, also ohne dass es glitzert, also einen normalen schwarzen, so eine Halbperle als Äuglein drauf machen. So, natürlich müsste auch so eine mega Glitzerschleife ran hier. Also guckt bitte nicht auf meine Hände, die sind heute noch, hier seht ihr noch den Rest rot, also die sehen heute aus wie Pups. Ich habe die zwar schon geschrubbt, aber so richtig wurde es irgendwie nicht. Also es funkelt hier ohne Ende. So, dann haben wir hier noch ein rosa Schleifchen. Das ist wieder die Perlfarbe. Ich mag die unheimlich gern, die Perlfarbe. Der lässt sich so super gießen. Ich nehme ja kaum noch Acrylfarben. Das ist ganz, ganz selten, dass ich noch Acrylfarben nehme. Nur wo ich weiß, dass sie sich wirklich nicht so dolle hacken. Ach, das sieht so toll aus. Und das ist auch dieses schöne Rainbow-Glitter. Und da fällt gleich auf, dass dieser Grünstich, der sonst immer in den Glitzer ist, diesmal halt nicht da ist. Wir haben lila und rosa und was es alles glitzert. Aber dieser Grünstich ist Gott sei Dank hier nicht drin. Das finde ich richtig toll. Also von diesen Schleifchen, das sind ganz simple Molds, bin ich super begeistert. Die sehen so niedlich aus. Und wenn ich das nächste Mal bei Doreen Beats bestelle, werde ich mir nochmal so eine Schleifchenmold mitbestellen, weil die halten ja nicht ewig. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, ehe ich wieder bestelle. Es sei denn, kommt spontan irgendwie was dazwischen. Ich gucke ja immer diese Wochendeals. Oh, so schön. Dieses Glitzer finde ich sowas von toll. So, dann haben wir hier noch eine kleine Schoki. Oh, die sieht so süß aus. Guckt mal. Oh, so niedlich. So, dann gucken wir mal, das Kätzchen hier rauskriegen. Was dieser Mold. Das will irgendwie noch nicht so richtig. Also in diesen Plastikmolds müssen die. Nee, das kann ich noch nicht rausholen. In diesem Plastikmulch müssen die richtig ganz, ganz doll trocken sein. Das werde ich von morgen aus rausholen können. So, jetzt hier das Rot, was wir ja testen wollten. Und auch das Glitzer. Da habe ich das dieses Holographic-Glitzer reingemacht. Und es ist ein kleines Bläschen. Aber das sieht so aus, als ob es das Näschen wäre. Guckt mal. Also es ist nicht zum Wegschmeißen. Es sieht gut aus. Das Brettermann-Rot ist auch ein sehr, sehr schönes Rot. Ja, das ist sehr intensiv geworden. Ach nee. Was haben wir noch Schönes hier? Hier noch genügend. Hier ist noch mehr Rot. Hier kommt noch mehr Rot. Also keine Panik. Hier habe ich diese Mold, wollte ich gerade sagen, diese Form mal wieder gemacht.
War so auch nicht geplant, sollte eigentlich eine andere Farbe werden. Aber auch in Rot sieht es schön aus. Wir nehmen erstmal diese ganzen kleinen Scheißerchen hier weg. Kommt noch, upala, einiges. Ich habe mir auch meine Unterlage schön versaut, wenn schon, denn schon. So, die tun wir mal lieber zur Seite hier, diese beiden. Da darf ich natürlich dann nochmal zu Action flitzen, die Woche mir eine neue holen. So, hier habe ich dann mal das Blau, die Metallfarbe aus dem Kick getestet. Die ließ sich relativ schlecht einrühren, muss ich sagen. Aber ich hatte am Ende keine Partikel. Das, was man hier noch so sieht, das ist vom Glitzer, weil ich dann auch blaues Glitzer reingemacht habe. Das ist, wie gesagt, die Metallfarbe. Die ist so ein bisschen dickflüssiger als wie die, ach, wie heißt die Farbe nochmal? Och, jetzt komme ich nicht drauf. Die Perlfarbe aus dem Teddy. Ich wollte mal die beiden vergleichen. Das ist die Perlfarbe hier. Und das ist die Metallfarbe. Die ist ein kleines bisschen dunkler. Ich habe dasselbe Glitzer verwendet. Aber dennoch unglaublich schön, muss ich sagen. Ja. Doch, gefällt mir auch sehr gut. Aber kommt trotzdem nicht an die Perlfarbe ran. So, auch das ist aus der Metallfarbe. Ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Blau. Ja, das ist wirklich süß. Also die kleinen Mols sind richtig niedlich, muss ich sagen. Wo ich nicht so der Fan von so Kleinkram bin. So, hier, diese Mold habe ich auch erstmal ausgetestet. Die hatte ich mir auch bestellt bei eBay und die ist matt. Das ist praktisch dieselbe Katze wie die hier. Aber sie ist halt irgendwie kleiner, ne? Und in die andere Richtung. Ist schon ein bisschen kleiner, ne? Kleines bisschen. Und eben matt. Die ist hochglänzend und die ist matt. Und hier seht ihr auch das Rainbow Glitzer. Das habe ich dann hier mal in dieses, na, wie soll ich sagen, dieses Jellische. Da habe ich einen ganz, ganz winzig kleinen Weißrest noch drin gehabt in diesen Becherchen. Und das war von mir auch so gewollt, dass das wirklich nur ganz leicht jellig wird. Und dann so ein ganz klitzekleines bisschen Perlfarben. Schade, dass man es jetzt nicht so richtig sieht, weil die so matt ist. Das wusste ich gar nicht, dass die Form matt war. Aber wir haben ja hier noch mehr als genug. So, hier haben wir nochmal ein rotes Schleifchen. Sorry. Das funkelt auch wie verrückt. Also dieses Holo-Glitzer mag ich unheimlich gern. Das hatte ich letztes Jahr bei einer Bestellung von The Craft and Glitter Shop, wo ich diese Mold hierher habe, hatte ich das mal als Goodie mit dabei und habe es dann voll ausprobiert und war richtig angetan. Und seitdem habe ich dieses Holo-Glitzer ganz gerne in diesen roten Tönen und diesen blauen Tönen ganz gern drin. Hier ist ein Schleifchen, das ist sogar richtig hübsch geworden. Dann hier ist meine Lieblingsmold. Ich mag diese Mold unheimlich gern, aber ihr seht, sie wird langsam schon nicht mehr so toll. Also es kommt noch gut raus. Ich denke mal, so ein paar Mal gießen geht noch. Ich habe mir aber auch schon Ersatz bestellt davon. Das ist dann auch wieder die Metallfarbe. Und ich finde diese Mold so schön, die kann man so prima als Charm mit anhängen. So süß, ich mag die total gern. So, dann gucken wir hier noch so einen Wahnsinns-Glitzer-Teddy hier. Oh Gott. Guckt euch diesen Teddy an. Oh mein Gott. Ja, ich stehe ja auf Glitzer. Aber das ist selbst mir, also das ist sehr grenzwertig für meinen Geschmack. So, dann habe ich hier diese neue Eiswürfelform. Ich habe die ja, also könnt ihr euch vielleicht aus dem Haul dran erinnern, das ist so eine riesengroße Katze gewesen mit vielen kleinen Mols und die hatte sich aber ganz, ganz dolle ja, verformt und ich habe sie zwar mehrere Tage beschwert, aber sie sah trotzdem noch aus wie Kraut und Rüben und im Endeffekt habe ich ja diese ganzen kleinen raus, also extra geschnitten und einige von diesen Mols sind innen halt so und das hat man ja dann auch im. Die ist extrem, ja, die hat man ja dann auch im Gießteil dann so. So, die ist natürlich jetzt auch matt, aber eine schöne, dicke, fette Mulli ist das. Also wenn in Berlin heißt eine Katze eine Mulle. Eine schöne, dicke Mulle.
richtig cool. Mal gucken, die tun wir vielleicht gleich noch lackieren, damit wir das mal richtig sehen können. Es sei denn, ich habe jetzt hier irgendwo noch ein Teil, was. Was nicht so matt ist. Aber der Unterschied, ne? Schon cool. Ist auch Gott sei Dank dick genug geworden. Also die hier ist sehr, sehr dünn. Ja, auch dünner wie diese Katze. Guckt mal. Da wird es wohl schwierig sein, eine Schrauböse reinzukriegen. Muss ich dann ein Loch durchbohren. So. Da war es sehr schwer, irgendwie so eine Höhe festzustellen. Doch, also diese Form gefällt mir ganz gut. Da kann man ja auch mal zwei Augen verpassen. Und bei der anderen hat man ja immer nur ein Auge. So, womit machen wir weiter? Ich habe hier noch einiges. Ich habe den Shaker nochmal gegossen. Damit wir den machen können. Und hier ist immer eine Marke drin. Also so richtig bin ich eigentlich die ganze Zeit jetzt im Bild gewesen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich dann gleich mal gucken. So, die lasse ich dann aber noch ein bisschen liegen, damit das richtig aushärtet. Da können wir den Shaker nochmal machen. Aber diesmal tue ich den nicht zur Seite. Nur hier auf dem Tisch. Ach, ich sehe schon, das wird nichts. Das ist mir jetzt ein paar Mal so gegangen. Ich zeige euch mal, warum das nichts wird. Megablase. Also das ist ja ganz furchtbar. Hier sieht man aber zumindest dieses Rainbow-Glitzer gut. Also hier wird das. Also entweder ich mache einen normalen Shaker ohne die Flüssigkeit drin. Ich habe hier jedes Mal Blasen drin. Richtig, da läuft doch das Zeug wieder raus. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Das geht mir aber immer so. Ich bin zweimal mit dem Dings durchgegangen, mit dem Zahnstocher, und ich habe trotzdem zwei Blasen. Meine, die ginge noch. Die geht ja nicht mehr hier am Rand, aber die geht ja richtig durch. Also das war nichts. Das muss ich nochmal gießen. Ach, das ist so nervig. Aber was hat man bei diesem feinen Zeug nun mal leider so? Ich tue es gleich mal hier hin. So, womit machen wir weiter? Ich hoffe, ich war jetzt die ganze Zeit im Bild. Ich habe da jetzt nämlich gar nicht drauf geachtet. Ich würde sagen, wir holen mal jetzt diese großen Teile auch raus hier von dieser neuen Form, die ich mir ja bestellt hatte bei Amazon. Und da habe ich die schönen Sticker aus dem Kick eingegossen und habe gleich die Folie hinten drauf gelassen, weil ich habe das jetzt bei ein paar Pop-outs gesehen, dass viele gesagt haben, es hat sich dann gewellt. Also habe ich den Sticker direkt auf der Folie gelassen und nur um die Folie rundherum geschnitten. Der hätte keine Millimeter größer sein dürfen. Und auch hier das Rainbow Glitzer drin. Also das Rainbow Glitzer gefällt mir sehr, sehr gut. So, und hier habe ich ein Einhorn eingegossen, auch von demselben Stickerbogen vom Kick. Das weiß ich, das bei allen Hintergründen, das weiß vom Bredermann und gemischt mit diesem Rainbow-Glitzer. Gefällt mir sehr gut. Auch die Form ist so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich lege das aber mal so rum, dass noch ein bisschen nachhärten kann. Und ich habe die Sticker eingegossen, die ich mir von Knuddelzombie bestellt habe. Da habe ich jetzt nur noch zwei große Mädchensticker offen, also die ich noch nicht eingegossen habe. Weil ich erst mal gucken wollte, wie das dann ausschaut. So, hier ist irgendwie so ein Glitzerpartikel, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Hier habe ich einlaminiert. Ein kleines bisschen kann man sehen in der Kamera. Seht ihr? Einlaminiert. Weil das sind ja Papiersticker. Aber es gefällt mir ganz toll. Das ist so ein toller Sticker. Und hier. Oh, die ist ein bisschen rübergerutscht. Die hat sich auch ein ganz kleines bisschen gewellt. Aber das war die Folie von Anfang an. Wo ich die habe durch das Laminiergerät laufen lassen, war die schon so verschrumpelt. Ich weiß nicht warum. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dadurch, dass ich diese Teile ja nur für mich mache, stört mich das auch, dieses rübergerutscht. Dann tue ich halt hier in der Hinsicht ein bisschen mehr dekorieren. Aber der Sticker gefällt mir ganz, ganz toll. Schön. Also ich werde mir bei Knuddelzombies solche Sticker auf jeden Fall nochmal holen. Hier habe ich die Hintergründe ganz, ganz leicht lila gemacht. Also in das Bredermann-Weiß einen winzig kleinen Tuck von der Perlfarbe reingemacht. Mal gucken, ob er das auch noch eine Weile fokussiert.
So, hier ist ein Aufsticker eingegossen. Das ist auch die neue Form. Oder eine der neuen Formen, die ich mir da bei Amazon im Set bestellt habe. Das ist hier die Sticker-Serie Animal Food. Hier habe ich den Hintergrund generell nur weiß gelassen vom Brettermann und habe dann das rosa Glitzer reingemacht. Ist das ein Loch? Nee. Nee, das sieht so aus, wie so ein Loch ist, aber nur so eine Unebenheit in der Form. Ja, das ist hier so eine ganz klitzekleine, seht ihr das? So eine ganz klitzekleine Unebenheit ist natürlich dann hier geblieben. Die Sticker habe ich extra in diese große Form gemacht, weil die so cool sind und die möchte ich gerne richtig schön dolle verzieren. Und da eignet sich diese Form ganz klasse. Richtig toll. Also diese Sticker sind so schön. Die hole ich mir auch noch mal. Richtig toll, gefällt mir gut. Auch die Form ist schön. Die ist nicht ganz platt. Die ist so ganz leicht gewölbt, wenn ihr das seht. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die ganze Zeit in der Kamera war. Das ist halt wieder so ein Kacktag. Ich muss mir das Video nachher erstmal angucken, bevor ich euch das antue. Ansonsten mache ich das Video nochmal, aber halt ohne, dass ich es rauspoppe. Das ist so niedlich. Also ich habe die Sticker definitiv gut gekauft. Was für ein Ausdruck. Ich habe die Sticker gut gekauft. Also nicht bereut, die gekauft zu haben. Die sind das Geld wert. Die Serie Animal Food habe ich komplett eingegossen. Bei den Mädels werde ich dann den Rest auch noch eingießen. So, hier habe ich einen Sticker von meinen Tantchen. Das ist schon ein etwas älterer Sticker. Von diesen Mäuschen. Guckt mal, so süß, ne? Den habe ich auch auf eine Folie geklebt, weil ich mir nicht sicher war. Weil ich klebe jetzt so gut wie alle, es sei denn, sind diese Epoxy-Sticker, dann klebe ich die auf eine Folie, damit mir dieses Wellen nicht mehr so passiert. Und der ist richtig niedlich. So, jetzt muss ich mal hier so ein bisschen was aus dem Weg packen. Sonst haben wir hier gleich keinen Platz mehr. Das tue ich mal wieder her. So. Gut, machen wir mal hier weiter. Ich habe von diesen Einhörnern gegossen. Oh, das sieht so schön aus. Guck mal. Die habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Es war eine von meinen ersten Formen. Und die habe ich auch gleich zweimal. Die hat mir irgendjemand dann als Goodie ein zweites Mal mitgeschickt, wo ich Formen bestellt habe von AliExpress. Und gegossen habe ich es mit der Perlfarbe und habe dann dieses Rainbow-Glitzer reingemacht. Es wären definitiv schöne Schlüsselanhänger. Dann habe ich das Einhorn hier getestet. Das hatte ich mir ja auch erst bestellt bei Amazon. Die Form ist natürlich matt. Hier ist, wie ich schon vermutet habe, eigentlich habe ich das Plättchen hier vermutet, aber hier ein ganz kleines, aber das tut nichts zur Sache. Das ist nicht schlimm. Ich werde das dann lackieren und dann gucken wir mal. Aber das ist wirklich schön. Das Horn ist sehr, sehr spitz. Aber trotzdem gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich mal nach Ewigkeiten diese Hello Kitty gegossen. Die habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal gegossen, weil die erinnern mich immer an mein erstes Gießharz, wo ich euch, glaube ich, schon mal von erzählt habe. Das war kein Epoxidharz. Erstmal hat es gestunken wie Hulle. Das hat einen die Nasenhaare weggeätzt. Und die Teile, die sind jetzt ein knappes Jahr alt. Ich habe die noch und die stinken immer noch wie Bolle. Aber es sieht wirklich schön aus. Da habe ich auch wieder das Rainbow Glitzer und habe das in die Perlfarbe gemischt. Und auch diese Form ist matt und muss dann lackiert werden. Da habe ich letztes Jahr viele Ringe gemacht davon. Stinkende Ringe. Kann man natürlich dann die Augen noch nachmalen. Das werde ich dann auch tun. So, und dann natürlich, weil ich ja so viel Rot hatte. Da kommt noch mehr ein Rot.
Obwohl es mir jetzt so im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr so viel vorkommt, obwohl dieser Becher echt voll gewesen ist bis oben hin. Ja, da sieht man das Endergebnis auch aus, wenn es richtig lackiert ist. So, dann habe ich für ein geplantes Projekt schon mal so einen Pegasus gemacht, weil ich möchte gerne so eine Deko-Den-Box mit euch wieder machen. Und diesmal aber im Fantasy-Style. Und da habe ich schon mal den Pegasus dafür gemacht. Ja, der ist sehr schön geworden. Den muss man dann auch lackieren, hier dann so ein bisschen ausfräsen. Ja, das ist ansonsten sehr gut geworden. Ja, gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch die Perlfarbe genommen und das Rainbow-Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch so gut rüberkommt wie bei mir hier. Also ich bin so angetan davon. Richtig toll. So, dann wegen dem vielen Rot habe ich Jack gegossen. In Rot und dick, wie ihr seht. Jack ist auch matt und kommen viele Blasen rein. Guckt mal hier. Ich liebe auf der einen Seite diese Form total, auf der anderen Seite macht die unheimlich viele Blasen, obwohl ich nicht verstehen kann, warum. Ist mir beim ersten Mal gießen schon so gegangen. Guck mal hier bei den Zähnen, wie viele Blasen da gekommen sind. Gucken wir mal, wenn ich die lackiert habe, wie es dann ausschaut. Ist nicht Welt. Aber das passiert ja nun mal. So, dann habe ich hier einfach ganz klar so ein paar Muscheln gegossen und wollte diese Perle hier eingießen. Die war mir so klein gar nicht bewusst, dass die so winzig ist. Und ja, guckt mal, die sieht man gar nicht. Die kam auch andauernd wieder hoch, die olle Perle. Das hätte ich mir sparen können mit der Perle. Aber naja, man muss sich ja ausprobieren. Die sieht man nur von hinten. Na, mal gucken, was ich damit mache. Ich habe die klar gegossen und einfach nur von diesem Rainbow-Glitzer ein bisschen reingemacht. Also der Burner ist es nicht. Das ist diesmal, ich will nicht sagen voller Fehls, aber man merkt, dass gestern ein Kacktag war. So, habe ich jetzt hier alles weg. Ja, jetzt haben wir dann hier noch welche. Und zwar hatte ich ja diese Herzen geholt, wo ich gesagt habe, die sehen aus wie Arschbacken. Guck mal hier. Ich hatte, wo ich den Erstguss gemacht habe, hatte ich noch ein bisschen übrig und habe die schon mal überlack gegossen. Ich habe sie bei Instagram schon gepostet gehabt. Dafür, dass sie so aussehen wie Arschbacken, sehen die Herzchen ganz schön aus. Muss ich sagen, ist eine gute Alternative zu den Hübschen von Woolworths. So, doch, die sehen ganz hübsch aus, aber trotzdem immer noch wie Arschbacken. Ja, hier wieder in Rainbow Glitzer und dem Rosa mit der Perlfarbe. Die Perlfarbe ist so schön, oder? Dann gucken wir mal weiter hier. Das ist ja genau, das war der Rest von dem, wo ich einfach nur weiß gelassen habe. Also klares von den Muscheln, das klare mit einfach ein bisschen Rainbow Glitzer drin. Jetzt wird es wohl wieder glitzern ohne Ende. Das ist nämlich von diesem Schwarz. Oh mein Gott, das sieht ja kacke aus. Also, ob ich die zurecht mache, weiß ich noch nicht. Oh Gott. Sowas passiert auch mal, ne? Gott sei Dank passiert es mir relativ selten, aber trotz alledem. Ach nee, was für ein Kacktag gestern. Nächstes Mal tue ich nicht gießen, wenn das schon so anfängt. Dasselbe ist auch passiert mit den roten. Ich weiß noch nicht, ob ich die fertig mache. Das muss ich mir noch überlegen. Weil das doch ganz schön runtergesackt ist. Gut. Dann haben wir hier wieder die Metallfarbe. Und da sehen sie wieder richtig klasse aus.
Ja, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier von diesen komischen Kunden, wo ich eigentlich also bei der Steigerung nicht wusste, was das für komische Figuren sein sollen. Und die mir dann doch besser gefallen haben wie die Kätzchen am Ende. Da ist ein kleines Haar reingekommen, guck mal. Ah, die sind so süß. Doch, die fliegt total. Und wie gesagt, wo ich dann geboten hatte, die war ja mit dieser, mit, ne, wo haben wir denn, mit dieser Katzenmol zusammen. Ich habe die für 1 € ersteigert. Und ich konnte auf dem Bild einfach nicht erkennen, was das sein sollte. Ich denke, naja, gut, eigentlich wollte ich ja nur diese Katzenmol. Aber die Dinger sind so niedlich. Die haben so süße Frätzchen. So, jetzt wird das Glitzer total runtergesackt. Passend zu der Gusche von dem. Guck mal, da zieht auch so ein Flunsch. Na gut, er freut sich wieder, dass er glitzert. Ja, mal gucken, was wir draus machen. So, dann hatte ich noch ein paar kleine Schokoladen. Hier wieder in dieser Perlfarbe. Wieder in diesen Rot und hier hat sich's nicht ganz so dolle gesagt. Guckt mal, da sieht das richtig toll aus. Ja, hier hat sich's nicht ganz so doll gesagt. Und hier wieder das Rosa in der Perlfarbe. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. So, ich denke mal, jetzt dürfte man erst haben. Ich probiere jetzt nochmal hier diese beiden Formen. Aber ich bezweifle, dass ich das rausbekomme. Bei dieser Katze war ich ja unheimlich gespannt, aber oh, die sind so schwer rauszukriegen. Dann werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen. Nee, die sind noch zu weich hierfür. Ja, das kann ich vergessen. Die müssen noch ein bisschen trocknen. Schade, denn gerade bei dem Shaker hätte ich das gerne gewusst. Ich probiere trotzdem nochmal. Aha, guckt mal, es löst sich. Es löst sich. Bloß nicht dran ziehen. Also dann ist nämlich die ganze Form hinüber. Beziehungsweise das Gießteil, nicht die Form. Komm schon, das kleine Stückchen kann jetzt auch noch hier raus. Ich vermute mal, das ist der Rand, der nicht richtig will hier. Guck mal, wie weich das noch ist hier. Ist ja komisch. Die anderen sind nicht mehr so weich. Guck mal, hier, das ist doch wesentlich dünner. Das ist überhaupt nicht mehr weich. Und das hier ist noch so richtig komisch, dass derselbe Guss bestimmt, weil so viel Pigment drin war. Gut, jetzt guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Scheiß? Ich werde das mal noch so ein bisschen hier liegen lassen. Vielleicht. Also, das ist definitiv eine Form ohne Rücken. Also, da ist nichts zu machen. Mal gucken, vielleicht kann ich ja damit noch irgendwie was. Dass ich das dann ach, wie nennen sich das nochmal? Ihr seht, ich bin heute noch ganz durcheinander. UV-Harz dann nochmal so ein bisschen verstärken und dann den Shaker machen. Müssen wir mal gucken. So, die Form an sich sieht ganz klasse aus, ne? Auch mit dem Rot, das glitzert schön. Gucken wir mal. Aber das Kätzchen will nicht raus. Ich krieg hier Krise. Ach doch, jetzt kommt's. Jetzt kommt's raus. Man muss es nur zwingen. Aber irgendwie ist auch das Kätzchen wie soll ich sagen, wesentlich flexibler als wie diese Teile hier. Alles vom selben Guss, aber in dieser Plastikmulde scheint es länger zu brauchen zum Aushärten. Noch das Kätzchen ist auch süß. Muss natürlich hier rundherum geschliffen werden. Das habe ich bei diesen Mulds irgendwie immer, dass ich diesen Rand hier nicht so richtig hinbekomme. So, ja, ihr Lieben, das war mein Pop-out. Natürlich ganz anders wie geplant. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also das meiste davon ist definitiv
Mist. Also ich glaube nicht, dass ich die hier weiter verarbeiten werde. Und ich glaube auch nicht, dass Jack noch irgendwie zu retten ist. Aber ja, solche Güsse hat man auch. Wo ich mich sehr drüber freue, sind natürlich diese Sticker, dass sie sich so schön haben eingießen lassen. Und dass sie auch so hübsch aussehen. Und auch von dieser Herzchenmold bin ich positiv überrascht. Aber ich denke mal, so fast alles, was hier rot ist, außer die Schokoladen und so, werde ich wohl entsorgen. Gucken wir mal, was wir mit den Shakern noch hier machen können. Gut, ihr seht also, bei mir geht auch öfters mal was schief, weil ich halt schon ein paar Mal gefragt worden bin, wieso klappt das bei dir immer und bei mir nicht? Ihr seht, auch bei mir klappt es nicht. Ich hatte gestern definitiv keinen guten Tag, aber auch solche Videos werde ich posten. Das gehört ganz einfach mit zum Resin-Gießen. Resin-Gießen, ich mag eigentlich den Ausdruck Resin nicht. Zum Resin-Gießen mit dazu, dass man eben auch mal Verluste hat. Und diesmal hat es mich erwischt. Sieht vielleicht das nächste Mal wieder ganz anders aus, ihr Lieben. Also, ergötzt euch dran. Das ist bei mir gestern scheiße lief hier. Gut. Gucken wir mal, was wir jetzt die Woche noch Schönes machen. Mal gucken, mache ich heute Abend vielleicht nochmal Frustgießen, weil das alles so schief gelaufen ist. Werde ich mal sehen, weil ich muss das Teil hier definitiv nochmal neu machen für den Shaker. Weil das wird mit dieser Blase nämlich nischt. Das weiß ich jetzt schon. Gut, ihr Lieben, ich gucke mir das Video gleich mal an. Muss ich mir meine eigene Stimme antun, weil ich nämlich nicht darauf geachtet habe, ob ich jetzt in der Kamera bin oder nicht. Und das etwas andere Pop-out ist definitiv. Ja, gucken wir mal, ob ich es hochlade. Wenn nicht, mache ich es einfach nachher nochmal und zeige euch die ausgepoppten Teile. So, ihr Lieben, was wir die Woche noch machen, habe ich ja gesagt, Shaker oder so, vielleicht ein Watch Me Craft, wie auch immer. Ich probiere das mit euch mal aus, mit diesem Sand hinten zu beklimmern. Dafür wäre ja dann so ein Teil mal ganz gut geeignet, ne? Was ich eigentlich nicht so schön finde. Ansonsten schauen wir mal, was wir noch spontan mit reinkriegen können hier. Ich werde auf jeden Fall meine Teile jetzt weiter bearbeiten, weil ja, nur gießen, nur gießen, nur gießen bringt ja auch nichts, wenn ich dann hier 100 fertige Gießteile habe und die dann nicht fertig mache. Aber ich gieße doch so gerne. Aber ich mache die auch gerne so zurecht, ne? Das mit dem Gebamsel dran und so, das macht mir auch irre Spaß. Gut, ihr Hübschen, ich würde sagen, macht euch den Montag noch schick. Ergötzt euch an meinen Fails. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.